Hallo zusammen und willkommen zurück bei Night in the Woods. Eichhörnchen, ich hab's gerade gesehen. Ich krieg dich irgendwann. Hi. Baustelle, natürlich, weil es Herbst ist, hat er ja gesagt. Oder sie. Es ist bestimmt Herbst, ja? Ja, all die Straßen werden kaputt, bevor der Winter... Oder werden ausgebaut, bevor der Winter kommt. Macht irgendwie die halbe Stadt unbetretbar. Außer du nimmst einen langen Weg. Für 20 Minuten. Was so viel heißt wie... Nein. So, ich muss mich mal kurz anders hinsetzen hier, weil sonst kriege ich einen Krampf und sterbe. Warum habe ich eigentlich einen Seestern da oben? Hi, Kinder. Free, warte mal, ich... Die sind schneller als ich. Hallo, Nachbar. Hey, Mr. Twickmeyer. May, is that you? Bist das du? Ja. Klar. Bist du zu Hause für einen Besuch? Nein, ich bleibe hier. Was? Hast du kein College mehr? Es ist verbrannt. Nicht für mich. Ich sag einfach, es ist verbrannt. Ich bin mir sicher, du hast es abgebrannt. Ja, das stimmt wahrscheinlich sogar. Diese Unterstellungen, Mr. Twickmeyer. Das sind keine Unterstellungen. Bitte versuch nur bloß nicht bei mich, also meine Wiese zu verbrennen, ja? Du kleiner Feuerteufel. Keine Versprechungen. Ich mag meinen Nachbarn, der ist nett. Kann ich eigentlich in die Häuser der anderen rein? Ich glaube nicht. Du verdammtes Eichhörnchen! Ich kann überall balancieren, das ist toll. Ich bin echt wie eine Katze. Kann ich mich... Kann ich das kaputt machen? Komm schon! Kaputt, kaputt! Und fährt nicht. Wir sind auf der Suche nach Greg. Wer bist du? Selmers! Was machst du zu Hause? Ja, aber ich wurde rausgeworfen. Wow! Ja, ich glaube schon. Das heißt, du gehst nicht mehr zurück? Ja, so sieht's aus. Komisch. Wer bist du? Keine Ahnung, wer du bist. So viel Text auf Englisch zu lesen. Ich habe ein bisschen Angst. Hallo. Was machst du auf meiner Treppe? Oder Veranda? Stehen. Sieht man das nicht? Da ist ein Eichhörnchen. Hey, Mr. Scheißerkopf. Oder so. Hallo, May. Mein bester, schlimmster Student. Ja, anscheinend mein alter Lehrer. Max, magst du die Konstellation? Ah, mochte die Konstellationen, hasste die Schule. Hey, geh nicht auf die Schule los. Schule ist wichtig für deine Zukunft. Was machst du zurück in Possum Springs? Ich wurde aus der Schule geworfen. Oh. Wenn du immer noch Interesse an Konstellationen hast, komm auf mein Dach. Später in der Woche. Okay. Sollte dann mein neues Teleskop aufgebaut haben. Klar doch. Ich mag Konstellationen. Ist das da hinten ein Grab? Das sieht aus wie ein Grabstein. Oder? Wer ist hier beerdigt? Hallo. Eichhörnchen. So viele Eichhörnchen. Unfassbar viele Eichhörnchen hier. Heißt deswegen Possum Springs wahrscheinlich. Kann ich da rein? Ich erinnere mich daran, als Space-Familie ein Haus hatte und nicht ein kleines, deprimierendes Apartment. Wer ist Bea? Beas? Keine Ahnung. Hey, Kinder! Seid ihr fertig mit Spielen? Hey, sind die Harleys! Was macht ihr hier? Kleiner Joe, du bist verhaftet. Oh, wow. Die reden immer noch über kleinen Joe. Wer ist kleiner Joe? Wir haben deine DNA verwendet. Wisst ihr, Kinder, überhaupt, was DNA ist? Geister haben keine DNA. Das sage ich jetzt. Yeah, Geister haben keine DNA. Hey, Lady, kannst du uns bitte alleine lassen? Ja, lass uns alleine, Lady. Lady? What the fuck? Ich bin keine Lady. Ich bin gerade mal doppelt so alt wie ihr. Wie alt wären Katzen? Ich habe keine Ahnung. Danny, richtig? Yep. Ich glaube, du warst, also ein älterer Schüler, als ich angefangen habe. Möglich. Wie geht's dir? Hab meinen Job verloren. Oh nein! Die sagen, die Bauarbeiter suchen immer Leute. Aber das stimmt nicht. Was? In fact, it's often laying off guys named Dan? Also die... Hä? Egal. Was willst du jetzt machen?
Ich bin bereit, ich bin offen für Vorschläge. Nicht aufgeben. Ich bin mir sicher, irgendjemand in der Stadt sucht jemanden. Ich bin... Was? Also, der war schon mal arbeitslos für ein Jahr. Ach so, nee. Er hat nur 6 Monate gearbeitet und dann ist er rausgeschmissen worden. Weißt du, was das für einen Lebenslauf macht? Keine Ahnung. Ich habe einen Zombie-Lebenslauf. Es ist tot, aber irgendwie wird es trotzdem immer weitergereicht. Oh. Okay. Gut, du warst kompliziert. Ich gehe jetzt. Da ist eine Taube. Endlich mal ein anderes Vieh. Taube, fressen. Was? Da wollte ich jetzt gar nicht rein. Trollyside News. Okay. Da gibt's Pierogi. Hey, ich bin gerade zurück in der Stadt. Und das Einzige, und das, was ich am meisten vermisst habe, war... Hey! Ich erinnere mich an dich. Hallo. Dieb! Ach, komm schon. Das war vor Jahren. Einmal ein Dieb, Dieb, immer ein Dieb. Okay, weißt du was? Das ist nicht mal ein Restaurant. Es ist ein verdammt dreckiger... So ein Foodstand eben. Ein wie heißt das Wort? Verdammt! Ihr wisst, was ich meine. In einem Loch. Dieses Etablissement ist seit 50 Jahren im Geschäft. 50 hässliche Jahre in einem Loch. Weißt du, was auch 50 Jahre in einem Loch war? Tote Leute aus den 60ern. Kein Respekt. Kein Respekt, diese eine. Oder diese eine. Du kannst deine ganzen Brezel behalten. Und deine bescheuerten Pyrogen. Ja, ja, ja. Spring in den Fluss. Das mache ich vielleicht wirklich. Und was dann? Da bist du schuld. Warte mal, ich kann... Köstliche Brezel. Kann ich einen klauen? Ich hätte gern eine... Nee, das ist das... Ich hätte gern eine Brezel. Ich würde gern eine Brezel... Anscheinend geht's gerade nicht, okay. Muss ich dahin? Ich habe keine Ahnung. Hi. Hey, Teenager. Hey. Was macht ihr denn hier? Nichts. Cool. Das ist cool, dass immer noch Leute hier unten rumhängen. Wir haben das auch gemacht, als ich in der Highschool war. Yeah. Ich war gar nicht so lange her. Es ist gar nicht so lange her, dass ich in der Highschool war, weißt du? Wie alt bist du? Das 20? Echt? So alt wie ein Katzen? Da kannst du kein Bier kaufen, was? Nein. Hast du ein Auto? Nein. Okay, ich glaube, die mögen mich nicht. Verdammte Teenager! Wilde. Aber ich bin 20. Verstehe. So, ich schau mal ganz kurz darüber, weil da haben wir einiges verpasst. Wer wohnt hier zum Beispiel? Hallo? Niemand. Social Security Administration. Ich kann da nicht rein? Verdammt. Taube! Kann ich da rein? Auch nicht. Da drüben habe ich auch noch nicht alles gesehen. Zu verkaufen. Wer ist das hier? Ich glaube, ich habe einen Groß-Groß-Großonkel oder sowas hier oben. Ja, genau, hier. Anselm Borowski. Anselm? Sogar im Leben war er tragisch. Anselm. Hey, Killer? Warum Killer? Nenn mich nicht so. Wer bist du? Lori M. Woher weißt du das mit dem Killer-Gedöns? Das war eine ziemlich große Sache. Sogar für uns Mittelschüler. Ja, ist lang her, oder? Und was sagen die Mittelschüler? Das würde mich interessieren. Du hast ihn ins Krankenhaus gebracht. Und niemand weiß warum. Was? Did he like have it coming or something? Ja, ihr wisst schon. Übersetzt es euch selber! Nein!
Unsere Mütter haben gesagt, wir sollen nicht mit dir reden. Wir wissen nämlich nicht, wann du es wieder tust. Naja, sag Hallo zu deiner Mom. Sie klingt sehr lieb. Der Typ da ist gerade cool, der da ankommt. Oh, sie ist verstorben. Oh, sorry. Ist schon okay. Oh, Mann. Warte mal, dich. Du bist cool. Ich mag dir den Roller klauen. Kann ich dir den Roller klauen? Anscheinend nicht. Schade. Harvest Sale. Kann ich auch nicht rein? Imbissbude. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Ich habe die ganze Zeit drüber nachgedacht, wie das... Da hinten war ein Opossum. Das ist ein Opossum. What? Und was genau plant, also wo genau möchtest du hin? Weiß ich nicht, Ham Panther? Aber du kriegst dort nur das Wenigste, was? Und ich habe gehört, da gibt's Mörder. Oder die sind Mörder. Dieser Platz ist Mörder. Ich glaube, ich kann keine weiteren Anrufe aushalten. Ich wache manchmal auf, weil ich dieses Bing-Geräusch höre. Ich nehme einfach eine Schlaftablette, das wirkt dann schon. Wir sollten uns nicht mit Drogen vollpumpen, damit wir schlafen können. Ham Panther gibt dir keinen Bonus. Die haben nicht mal ein Leaderboard. Wow, toll. Aber es gibt keine Anrufe. Und es gibt keine Verkäufe. Und ich würde nicht auf das Bing warten. Ich weiß nicht, Liebling. Vielleicht hast du heute eine gute Schicht und kommst aufs Leaderboard. Und dann sehen wir ja, wie du dich fühlst. Okay, das reicht. Ich hab's verstanden. Da wieder ihr. Hi. Okay, da sind wir wieder hier. Kann ich da nach oben? Tatsächlich. Aber da ist eine Absperrung. Verdammt. Mein Gott. Welches Wetter habe ich vermisst? Was? Das ist verrückt. Ich wollte sowieso nicht zur Kirche. Okay. Kann ich das lesen, was da steht? Oder eins nehmen? Okay, irgendein Fest. Missing. Casey Hartley, 19, auf Possum Springs. Wer ist Casey Hartley? Am 27. Juni, das ist mein Geburtstag. Hinter dem alten Food Donkey. Hat einen schwarzen Hood, also einen schwarzen Hoodie auf, Jeans und schwarze Schuhe. Wenn du Informationen hast. Oh Mann. Nee, ich wollte das eigentlich nehmen. Vielleicht finde ich ihn ja. Moment. Ich möchte mich wissen, ob ich dann irgendwie so eine Art von Quest bekomme, wenn ich sowas annehme. Ich probiere das jetzt nochmal. Ich nehme das jetzt mit. Achso, ich kann es nur rumschieben, oder wie? Da ist ein Fellknäuel. Also. Okay, wer würde das hier lassen? Keine Ahnung, aber ich hätte es gern. Ui! Ihr wisst schon, bounced halt. Yay! Was haben wir hier sonst so noch? Moment, ich schiebe das mal darüber. Das da schiebe ich auch darüber. Das kann ich nicht nehmen. Was steht da? Scrapbooking Odyssey. Katie Washington hat nie ein Kind verloren. Was? Kann ich das nicht wegtun hier? Kann ich die Reißzwecken nicht haben als Waffe irgendwie? Weil ich habe auch... Nee, ich habe ja Krallen. Ich bin eine Katze, verdammt. Ich hätte das gerne. Hui. Possum Springs. More like Awesome Springs. Ja, ich verstehe. Okay, aber ich glaube nicht, dass ich hier noch irgendwas tun kann. Okay, ich hau hier ab. Es war ein Spaß mit diesem Wollknäuel. Dem Bouncy Wollknäuel. Ein Spaß für die ganze Katze. Von morgen. Ich muss Ladezeiten überbrücken, deswegen rede ich Quatsch. So, dann wollen wir weiter in die Richtung. Taube, Eichhörnchen, Opossum, cooler Typ. Und die Kaffeetypen. Kaffeetypen? Telefontypen eigentlich. Alles klar. Bist du schwanger? Wer ist der Vater? Ich habe keine Ahnung. Wie die Outpost 2. Da war nicht. Warte mal, da kann ich reinschauen. Du? Ist das sowas wie 2? Oder auch sowas wie auch? Das ist so ein schlechter Fehler. Ich würde es auch nicht tun. Selbst ich würde es nicht tun, meint eigentlich. Oder sie. Man, ich muss mich endlich daran gewöhnen, dass ich eine Lady bin. Lady-Katze. Katze! Warte mal, Katze?
es gibt echte Katzen und es gibt Katzen wie mich. Das ist voll verstörend. Das ist eben wie die Geschichte mit Rufi und mit Pluto. Das eine ist ein Hund und er hat einen Hund. Warte mal, kann ich da rüber? Vielleicht mit meinem Dreifachsprung. Boing, boing, boing. Das hat jetzt überhaupt nicht funktioniert. Ich krieg das hin. Boing, boing, boing. Nein, okay. Snake Falcon, da sind wir. Okay. Ich hab vergessen, wie der Typ hieß. Oh mein Gott. Hey Greg. Was machst du hier? Ich bin zurück. Wie zurück? So wie heute? Also seit heute? Zurück wie ihn zurück, meine ich. Ich finde schade, dass du nicht am College gestorben bist. Wow, wir sind anscheinend beste Freunde. Schade, dass du keine fleischfressende Krankheit eingefangen hast. Schade, dass du keinem Mörderkult beigetreten bist. Wir sind beste Freunde. Schade, dass du nicht alle deine Gliedmaßen verloren hast. In einer verdammten Sodamaschine oder in einem Unfall damit. Mann, es ist so schön, dich zu sehen. Yay! Wie geht's Enges? Seid ihr zwar immer noch eine Sache? Wart mal. Was machst du? Ich ändere die Musik. Was? Enges? Was machst du hier? Ich lebe hier. Seit wann? Seit letzter Nacht, 11 Uhr so. Oder so meine ich. Das ist unfassbar. Ist das nicht der gleiche Typ? Komm zur Bandprobe. Oh mein Gott, die Band gibt's immer noch? Klar. Wann ist die Probe? Jetzt. Wann bist du fertig mit der Arbeit? Jetzt. Wirklich? Ah! Was? Hi. Der Bär ist ja cool. Hey, Enges. Hey, du bist. Ist May. Ist das jetzt Enges, okay? Es ist May. Ah! Tschüss. Okay, die Party... Partybarn? Partyscheune? Hä? Ja. Achso, das war ein Lokal hier. Ich habe keine Ahnung, wie es überhaupt öffnen konnte. Wie viele Partys sind denn dort? Wirklich? Du brauchst ziemlich viele Partys, um eine Scheune am Laufen zu halten. Ich habe deinen alten Bass. Ich habe Bass gespielt? Oh Mann, ich glaube nicht, dass ich mich dran erinnere. Ah, hey Bea. Schau mal, Maceback, hör sie zurück. Die sieht mir etwas unheimlich aus. Wow, hi. Yeah, hi. Die Rinal verdorrt tief, nur sie nicht. Sie ist total zurück. Warte mal, was? Achso, die heißt der Bär, das ist eine Frau. Da passt die Stimme eigentlich eh. Bist du hier für die Bandprobe? Ich spiele das Schlagzeug. Das sind keine Schlagzeuge. Was? Das ist ein Computer. Ich, Gott, ich tue mich gerade von den Stimmen. Außerdem hat sie deinen Bassteil. Ich verstehe sie als... Also ich denke, es ist der Bassteil, ja. Ja. Aber ich kann es nicht ausschalten. Was? Ausschalten? Auf deinem Computer? Wir werden jetzt ein Lied spielen. Du musst jetzt Bass spielen. Okay. Ich weiß nicht wie. Das sind doch nicht mal Trommeln hier. Also kein Schlagzeug. Was? Ich gebe irgendwo an. Oh Gott! Nein! Okay. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Ich bin richtig gut, oder? Ich habe nie verlernt, Bass zu spielen. Das ist im Urin. Okay, ich muss kurz mich hier konzentrieren. Oh, fuck! Oh Mann. Es ist wie Fahrradfahren. Auch das konnte ich nie.
Aber ich krieg das hin. Sorry, wenn ich gerade etwas schweigsam bin, aber das erfordert allerhöchste Konzentration. Wie lang ist der Song noch? Unglaublich. Ach, da unten ist sogar ein Text, den man mitlesen kann. Verdammt. Oh Gott! Das war jetzt nicht leicht. Oh Gott, ich würde gerne den Text lesen. Der Song ist unfassbar lang. Anywhere, just not here. Oh no. Wow. Fuck, war das anstrengend. Ziemlich gut. Danke. Ja, das war ganz okay. Nicht schlecht dafür, dass ich diesen Song nicht kenne. Das stimmt allerdings. Das war echt nicht schlecht. Verdammte Scheiße. Ich meine, hey. Das war echt schwer. Du kommst wieder rein. Ich hoffe. Oh Mann. Meine Arme tun weh. Das war großartig, Mann. Es ist so toll, dich wiederzusehen. Mein altes, schlechtes Bass zu spielen. Okay, machen wir dieses Dinnerzeug. Yeah! Wuhu! Yay. Hip, hip. Das war... echt anstrengend. Pizza. Hast du Pizza vermisst, May? Die haben Pizza auf der Schule. Oh, cool. Ich finde es lieb, dass du die Pfote benutzen musst. Muss ich auch das? Diese Pizza ist nicht großartig. Sie ist sogar ziemlich schlecht. Pizza Scale? Es gibt eine Pizza Skala? Okay. Die was? Es gibt eine Skala an Pizzen. Oder vier Pizzen. Am einen Ende ist die schlimmste Pizza. Aber gleich darüber ist immer noch gut. Was? Was ist auf der anderen Seite? Pizza bis ganz nach oben. Pizza gut! Wait! Haha, du kommst da nicht dran. Was sind Pastabilities? Ich hab keine Ahnung. Ich vermisse Pastabilities. Ich fasse diese Ränder nicht an. Ich auch nicht. Ach so, manche essen die Ränder, manche nicht. Das ist voll lieb. Das Dinner hat, ihr wisst schon. Die Stühle sind komfortabel. Das Essen ist schrecklich, aber es hat Charme. Bist du jetzt zu gut für das Essen? Jungs, bitte. Ich wurde hier drin aufgezogen. Du und eine Zillion Ratten. Cool, ich bin eine Ratte. So, wann spielen wir denn? Wir spielen nicht. Oh. Wir haben Jobs, May. Ich arbeite im Video-Outpost zu. Genau das mit dem Rechtschreibfehler. Ich bin bei der alten Pickaxe. Ich dachte, ihr geht noch zur Schule. Hä? Ja, das Leben passiert. Ich bin Lord des Snack-Falkans. Verdammt nochmal. Vergöttert mich. Wo ist Casey? Oh, das weißt du nicht, hm? Casey ist tot. Tot? Wie weg? Vielleicht ist sie gar nicht tot. Was, von dem Zug gesprungen? Oh wow. Er hat immer davon gesprochen, das zu tun. Und eines Tages war er einfach weg. Okay, er ist nicht tot. Er ist wirklich nur abge... Er ist nicht vor... Oh Gott, er ist nicht vor den Zug gesprungen. Er ist in den Zug gesprungen. Er ist einfach weggefahren.
hat einen sauberen Schnitt gemacht. Hat keine E-Mail oder irgendwas. Gut für ihn, denke ich mal. Ach, das war der, wo wir das Poster gesehen haben, weil die Eltern haben das aufgehängt. Aber jeder weiß, was passiert ist. Casey, ich... Oh Mann. Mhm. Und was genau machst du, May? Ich war im College. Und warum genau bist du nicht mehr dort? Hat nicht funktioniert. Kann ich mir vorstellen. Okay. Okay, wir sollten nach Hause. Ja, genau. Der Engels hat ein Date mit Sword People Online. Oh, wie schön. Oder so. Sword People Online wäre eigentlich ein geiler Name für ein MMO. Einfach Sword People. Und Magic People Online auch. Es ist echt toll, hier zu sein. Wir können jeden Tag abhängen. Oh mein Gott. Heilige Scheiße. Was? Ist das ein Arm? Tatsächlich, da liegt ein Arm. Da liegt ein Arm. Keiner bewegt sich. Lass es uns mit einem Stecken anpieksen. Ich zuerst. Das ist irgendwie Spielen mit Beweisstücken. Ich fange an, mir Sorgen zu machen. Darüber, dass ich vielleicht auch was verliere auf dem Weg nach Hause. Psst, ich möchte dem zusehen. Du brauchst keine Ohren, um zuzusehen. Pop. 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 Käfer. Pop. Käfer. Pop. 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 Das macht Spaß. Ich könnte das den ganzen... Warte mal. Da ist was drunter. Ich muss den Arm so. Was ist das? Wow, was ist das? Irgendeine Art von Mark. Oder eben so Tattoo vielleicht. Was? Ist das ein Tattoo? Das ist ein Tattoo. Was ist das? Ich glaube, du hast gerade einen Hinweis gefunden. Ach man, hört doch einfach auf, ihr beiden. Hier kommen die Cops. Was genau geht hier vor sich? Oh oh! Ist es meine Tante wieder? Oh Gott, jetzt rede ich auch schon so wie sie. Tante! Tante. Ich glaube ja. Hey, Tante Molly, wir haben einen Arm gefunden. Okay, May, tu den Stecken runter und geh bitte vom Arm weg. Okay, okay, nicht mich tasern bitte oder so. Keine Versprechen. Okay, es ist Zeit für Engels und mich nach Hause zu gehen. Sieh dich morgen, May. Ich möchte nicht, dass jemand von euch alleine nach Hause geht. Body System. Irgendwas Böses passiert. Ich kann Bea heimfahren, Officer. Danke, Bea. Ja, danke, Bea. Lass uns losfahren. Sie heißt nicht Bea, sie heißt May und die andere ist Bea, so. So. Du arbeitest mit der alten Pickaxe, was? Yep. Trainieren die dich, damit du das alte Familienbusiness übernimmst? Die? Deine Eltern. Hey, schau, wir sind da. Aber eigentlich ist das gar nicht mein Haus, das ist noch weiter drüben, ein paar Blocks weiter. Steig aus. Okay. Danke fürs Mitnehmen. Geh. Ich habe wohl was Falsches gesagt. Verdammt. Wir sind zu Hause. Y? Ach, die ganzen Infos. Ach, das ist die Pizzaskala gewesen. Moment, wie komme ich da nochmal hin? Greg rules, okay. Good as hell. Too fancy. Armed, too. Observation, served, army jacket on sidewalk. Cool. Spannend. Ja, Freunde, das heißt in der nächsten Folge, keine Ahnung, was jetzt als nächstes passiert. Wir haben einen Arm gefunden. Wird das ein Mordfall oder irgendwie ein Mysterium, was diese Stadt betrifft? Opossum City? Oder Opossum City nicht mehr. Wir werden es feststellen in der nächsten Folge. Mein Name ist Taco. Danke fürs Zusehen. Macht's gut.